formen die quadratische Gleichung von der allgemeinen Form in die Scheitelform um. Wir sollen also diese Gleichung hier in die Scheitelform umformen. Dazu müssen wir natürlich wissen, was die Scheitelform ist. Die finden wir in der Formelsammlung auf Seite 7 und die heißt y ist gleich a mal Klammer auf x minus x-Koordinate vom Scheitelpunkt zum Quadrat plus y-Koordinate des Scheitelpunkts. Also wie hier schon angedeutet wird, der beste Weg ist, man geht über den Scheitelpunkt, um diese Form in Scheitelpunktform zu bringen. So, das lässt sich sehr einfach mit dem Taschenrechner bewerkstelligen, weil wir wissen ja, der Scheitelpunkt ist nichts anderes wie das Maximum oder das Minimum einer quadratischen Funktion. Wenn wir also den Taschenrechner hernehmen, gehen wir auf y ist gleich, geben bei y1 einfach die Gleichung der Funktion ein, also minus x² minus 8x. So, dann unbedingt wichtig, erst auf Graph gehen. Das braucht man eigentlich, um zu sehen, ob der maximale Wert oder wenn es ein minimaler Wert wäre, ob der hier in dem Fenster sichtbar ist. Wenn nein, so wie in diesem Fall, müssen wir einmal auf Zoom und Zoom Out, bis das Maximum sichtbar ist. Ansonsten kann der Taschenrechner nicht finden. So, was wir jetzt brauchen, ist die Funktion Calculate, also gelbe Taste, und wie wir jetzt gerade gesehen haben, gehe ich nochmal schnell zurück. Es ist ein höchster Punkt, also ein Maximum. Also wählen wir hier auch Maximum aus. Und dann gibt uns der Taschenrechner die Werte des Maximums aus. In dem Fall muss man halt sinnvoll runden. Also entspricht das gleich minus 4. Also x gleich minus 4 und y ist gleich 16. Schreiben wir das auf. Also ich benutze die Funktion Calculate. Dort suche ich das Maximum. Und da gibt er mir aus, x ist gleich, schauen wir nochmal nach, minus 4. Und y ist gleich 16. Der Scheitelpunkt hat also die Koordinaten minus 4. 16. So, das müssen wir jetzt noch in unsere Scheitelform einsetzen. Also y ist gleich. Jetzt brauchen wir den Öffnungsfaktor a. Den kriegen wir aus unserer ursprünglichen Gleichung. Nämlich, das ist immer die Zahlform x². Steht nur ein Minus alleine, ist es automatisch minus 1. Und wir können die 1 auch weglassen und einfach nur Minus schreiben. Minus 1 mal Klammer auf x minus, jetzt brauche ich die x-Koordinate des Scheitelpunktes, die ist minus 4, Klammer zu zum Quadrat, plus, jetzt brauche ich die y-Koordinate des Scheitelpunktes und die ist 16. Vereinfache ich noch einmal, x jetzt minus, minus 4 sind plus 4 zum Quadrat plus 16. Jetzt haben wir die Scheitelform dastehen und wir sind fertig.